Ja, moin Leute und willkommen zurück bei The Forest. Wieder mit am Start sind Marinaden-LP und Hiski-LP. Und wir wollen mal schauen, was wir heute alles so Cooles erleben. So, mein Freund, so aber nicht, doch. Ich glaube, erst da oben hängen bleibt. Also bei mir ist er rübergeflogen. So haben wir nicht gerettet. Was? Bei mir ist er hier. Kannst du ihn aufsammeln? Nee, jetzt nicht mehr. Scheiße. Ah. Ich wollte eigentlich genau den Kopf treffen, aber nicht so leicht. Ja. Wessen Kopf? Also von Buggy wolltest du, ne? Ja. Drei. Achso, ich brauche erstmal. Ich brauche einen Stock. Ich will mir wieder meinen verbesserten Speer haben. Hier liegen doch überall Stöcke, warum kannst du die nicht nehmen? Meine Fresse. Oh, ich habe schon wieder. Ja, ich bin schon wieder hungrig, stimmt. Ich habe ja geschlafen. Ja, ich werde auch gleich mal das Blaubeerfeld plündern. Bei dir wieder ein Snickers. Heidelbeeren, bitte. Ja. Genau, es sind Heidelbeeren. Heidelbeeren. Oh, jetzt geht's richtig los, was Regen angeht. Ich habe irgendwas gegessen, was nicht gesund war. Voll die Abspannung gehabt, der Char. Was hast du gesagt, Hiski? Wie steht ihr zu Gewitter? Ja oder nein? Ja, ich finde ich geil. Dazu, ne? Ja, ich mag ein Zimmer unterhalb vom Dach und dann, wenn das so niederprasselt, dann mag ich auch schon das Geräusch, ja. Finde ich mal Leute, die Gewitter mögen. Kennen sonst immer nur welche, nein, Gewitter ist so, Hilfe, Mami. Ich finde ja immer dieses, geil. wenn die Sonne scheint, dann ist schönes Wetter. Ich weiß, was? Nein. Nee, finde ich auch nicht. So, jetzt in dieser Folge gehe ich aber mal jagen und Stöckchen sammeln. Entschuldigung, Hiski, aber dein Heidelbeerfeld, das reicht mir nicht. Ist in Ordnung, ich kann's verstehen. Ich verstehe es. Das sind richtig gewachsen, heilige Scheiße. Ach, die haben hier irgendwelche Totems aufgestellt, hier unsere Freunde. Ja. Nimm einfach mit. Boah, ist das hässlich. Das muss ich unbedingt abbauen. So. Geht aber gar nicht. Stöckchen! Ich bin wieder voll mit Essen. Das nur durch ein paar Bärchen. Übrigens, Erdbeeren sind keine Beeren. Aber eine Banane ist eine Beere. Geht's dir gut, Hiski? Das ist die Wahrheit. Das ist das Problem. Aber hier sind keine Rehe, kann das sein? Normalerweise sieht man doch voll viele Rehe irgendwie. Boah, der Regen ist voll laut. Hä? Ja. Alter, wie viele Schädel es gibt. Boah, jetzt zieht richtig ein Sturm auf. Was ist das denn? Eine Höhle. Ach ja, stimmt. Ja, der kleine Spalt da, ja. Wollen wir mal in die Höhle reingehen? Wir haben doch gerade erst die Folge gestartet, ne? Ja, wenn Buggy herkommt, dann können Buggy? Wir gerne rein. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Bei Fuß? Ja, bei Fuß. Ja, bei Fuß. Ja, boot. Ja, komm mal. Ja, der macht schlapp hier gerade. Der hat keine Ausdauer mehr. Ich wollte schon gerade bei Escape speichern. Ach ja. Nee, das gibt's ja nicht. So. Ich finde schön, dass sie das hier markiert haben, dass hier eine Höhle ist. Das finde ich schön. Ich finde, das hat was. Ja, das Green. Die drei Stewardessen gehen jetzt rein. Wir bleiben bis zum Ende in Stewardessen, ne? Sind das Finger oder was? Was hängt da runter? Ich denke mal. Ja, ich meine, wenn man sonst keine Deko hat, ne? Sie haben das den kleinen Fingerreichen wortwörtlich genommen. Aber viele, ne? Das muss voll die Arbeit gewesen sein. Du musst ja erstmal da hinkommen, dann musst du es da aufhängen. Ich sehe nichts mehr. Das muss man auch mal wertschätzen. Ach, du bist das, Hiski. Ich habe ganz ehrlich gedacht, kannst du mir mal eine Hand reichen? Die Hände zeigen uns den Weg. Oder die Arme, eher gesagt. Von denen sind auch alles rechte Arme, ne? Stimmt. Wo sind die linken Arme? Das waren alles, nee, das sage ich jetzt nicht.
Das waren alles rechtspolitische. Ein ganzes Flugzeug voll mit denen. Ja, siehst du, der hat mir zugestimmt. Ja. Oh Gott. Das war eine coole Rolle, Junge. Und das sind jetzt die gefährlichsten Gegner. Naja, die gefährlichsten kleinen normalen Gegner. Oh, ich bin gleich platt. Noch mehr Touch. Also ist der eine jetzt weg oder haben wir... Nee, also ein Schlag noch, dann war's das bei mir. Ja, das ist halt Risiko, ne? Also ist ein bisschen Survival ist und das. No Risk, no Fun oder so. Heilen. Ne? Tipptopp. Ich sag mal Geld, ja, Geld. Ich würde mal gerne das dahin platzieren. Bitte nicht ins Feuer laufen, danke schön. Nö, ich bin weit entfernt davon. Wegen Leichenverbrennung. Knochen. Knochenrüstung. Ist immer eine gute Idee. Gott, bist du weit da hinten? Ah, die Lichteffekte sind echt cool. Ich habe einen neuen Freund gefunden übrigens. Ja. Ich habe dem eine kleine Kerze hingestellt. Der schläft jetzt ein bisschen. Keine Sorge, dem geht's gut. Ey, Kumpel, grüß dich. Ich hab gedacht, das wäre so ein Vermisster, aber da müsste man doch irgendwie eine Visitenkarte, nicht Visitenkarte, aber so den Ausweis irgendwie sehen, oder? Ja, die nee, hängen einfach meistens von der Decke und so. Man muss einfach nur gegenlaufen. Heilung. Ich schiebe mal, guck mal, ich räume hier ein bisschen auf. Ja, das ist der, ich glaube, das ist ein Pilot oder so, ne? Huch, was ist das? Weil die hatte Headset und Mikrofon. Die macht das schon. Entschuldigung, Knochen. Oh, ich hab ein Bild. Ich hab ein Bild. Von wem? Ein See oder ein Stein und ganz viel Wald drumherum. Okay. Ganz viele Kreuze. Das sagt einem. Ja. Also das Christentum, das hält selbst hier nicht, ne? Das ist überall. Sagt die, die immer wieder Jesus Christus sagt. Das ist halt... eine besondere Beziehung zum Katholizismus. Falls du mal einen Unterkörper suchst, hier hast du einen neuen. Ja, ich habe auch schon gedacht, ne, wer wem der Unterkörper nicht gefällt, der kriegt hier einen neuen. Also. Was ist hier oben? Also da ist ja die... Kommt man da hoch? Nee, hier ist nichts. Nee, wirklich nicht? Hier, was ich jetzt gesehen habe, ist einfach nur nichts. Aber hier gibt's doch Leichen. Hier muss was sein. Oh, wieder ein Laptop. Warte, wo war der Laptop? Ah, guck mal, eins von 143. Was, wie 1 von... Ach, die Vermissten. Nicht 143, nur 43. Oh, Geld. Platz 8C. Oh. Hättet ihr mal lieber nicht 8C gebucht, ne? Sondern, weil... Sondern lieber unsere Plätze. Ja. Dann müssten die jetzt aber das Spiel aufnehmen, nicht wir. Entschuldigung. Ach ja. Oh, noch mehr Geld. Wir hätten das auch irgendwie geschafft. Da. Oh. Tennisbälle. Guck mal, Buggy, guck mal, Hisky. Warte, bleib mal stehen. Buggy, du bist. Ah nee, ich hab daneben geworfen. Ich sage, das ist echt nicht leicht, damit zu treffen. Ich hab was gefunden. Ach, ein Teil von diesem Robotergedöns. Ah. Diesem Spielzeug. Die habe ich nie fertig gesammelt. Sind die nicht wichtig? Nö, eigentlich nicht. Hier, fang. Oh. Was? Haarspray braucht kein Mensch. Braucht Medizin. Doch. Kannst du mit einem Flammenwerfer machen. Whisky. Das war knapp daneben, aber auch, ne? War schon besser. Ja, da. Oh. Ich wollte gar nicht werfen. Stöcker. Hier. Ich sag, damit kann man nicht werfen. Oh, Koffer. Herrlich. Kleidung. Ich glaube, sonst müsste hier jetzt nichts sein. Ja. Dann gehen wir mal weiter die Höhle. Der ist, wenn man so ganz genau hinguckt, ist der voll fröhlich. Wer? Das war der fröhliche Schädel. So wie ja, stimmt. Der so sich nach oben guckt und, ja, genau. Ja, stimmt.
Oh nee. Guck mal, Sicherheit geht vor, ne? Ja, Junge, wo bist du denn? Ach, da hinten. Ja. Yeah. Oh. Oh, ich bin tot. Lass mich nicht alleine, Leute. Wenn ich das. Also bei mir. Also ihr könntet mich noch wiederbeleben, ne? Ja, warte, was ich bin gerade beschäftigt. Also ich bin out of order. Habt ihr denn gespeichert? Nur eine Frage. Ja, man kann wieder zur Leiche hinlaufen, keine Sorge. Ist ja direkt um die Ecke. Man spawnt da, wo man zuletzt geschlafen hat. Wartet noch. Ich bin noch da. Ja, ich drück noch nicht neu starten. Ah, oh, danke schön. Wo ist Buggy? Buggy hat Neugestart gedrückt, ne? Mhm. Ach, die ist da draußen. Einfach warten. Er hatte kein Vertrauen in mich. Das ging auch nicht. Also, nee? Das. Nee, nur ich kann das machen. Ich kann euch doch wiederbeleben. Wenn du so einen Schädel hast und runtertritt, neu starten. Der Schädel füllt sich langsam auf. Ach so. Ja, dann kann sein, dass ich zu früh gedrückt habe. Nächstes Mal. Du kennst das Spiel ja nicht, hast du ja gesagt. Von daher. Ja. Passt ja schon. Oh, ich hab auch Stickers. Dann würden wir hier, glaube ich. Hast du gerade irgendwas? Finde deine Leiche, um Gegenstände aus deinem Rucksack wieder aufzunehmen. Ja, war ja relativ geradeaus. Ne? Von unserer Basis. So viel sehen tut man hier nicht, ne? Also. Hier sind deine Sachen, glaube ich. Ich muss das erstmal wieder finden. Ich bin ja im Flugzeug gestartet. Oh, schön. Mein. Oh, du hast nicht gespeichert, ne? Du hast nie C gedrückt. Anscheinend nicht. Aber du weißt ja, wie man zur Basis kommt, das siehst du ja. Am gelben Haus. Oder du gehst einfach zu unserem Namen. Wir könnten auch mal kurz zurücklaufen. Aktuell sehe ich hier gar nichts. Warte. Ich warte. Die könnten ja respawnen. Das ist eine. Lauf nicht ins Feuer, bitte. Wird schwierig. Ah, Kilometer. Ah. Gott, wenn man hier was sehen würde. Wo ist hier der Ausgang? Ich bin gegen eine Wand gelaufen. Einfach meinem Namen folgen. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Dankeschön. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal Höhlen- und Nachthelligkeit mal an Höchste mache? Ich glaube mal, oh Gott, man sieht ein bisschen mehr dadurch. Diese scheiß Fledermäuse. Oh. Buggy, wo bist du? Ja, keine Ahnung, das scheint ziemlich weit weg Namen zu nicht sein. Mehr. Ah, ich weiß wo. Ach da. Also, ich kann auch nicht viel laufen, weil bei mir ist alles total low. Ja, mein Leben. Ach hier, ich bin so dran vorbeigelaufen. Du siehst anders aus. Ja. Ja, man spawnt immer jetzt an jemanden. Oh. Sie ist zum Inder geworden. Lol. So, jetzt muss ich. Also, wenn du das nächste Mal stirbst, bist du weiß. Also, von braun zu Karamell zu, ne? Ja. Jetzt muss ich hier erstmal meinen Scheiß wiederfinden. Wir haben drauf gut aufgepasst. Ja. Problem ist nur, ich habe kein Leben mehr. Wie viel Leben hast du noch, Marina? Die Hälfte ungefähr. Okay. Was, dass wir noch keine Medizin gefunden haben? Ja, krass, ne? Das ist unglaublich. Du hast nicht den harten Modus gemacht, ne? Du hast einen normalen Modus. Ja, normal. Das ist der einfachste Modus, den es gibt. Abgesehen von kreativ und reines Überleben. Also nee, wir müssen links, Buggy. Was ist das eigentlich? Ach, das ist. Hier kann man hochklettern, Leute. Lol. Ne, Buggy müsste hier irgendwo gestorben sein. Nee, warte, wir holen erstmal Buggy an, dann klettern wir hoch, okay? Hier war das Lagerfeuer. Hier vorne. Bei dem lachenden Schädel. Und dann hier irgendwo. Irgendwo im. Naja. Wo auch immer das hier ist. Wo man absolut nichts sieht. Trotz mit höchster Helligkeit. Hier müsste es sein, da wo ich ihn zeige. Ah ja. Oder? Irgendwie ändert das diese Einstellung nicht. Ja, sie sieht ja ihre Leiche, müsste ich, glaube ich, oder? Du müsstest irgendwo einen roten Schädel sehen. Ja, ich denke, auf jeden Fall die Tür des Sachen an. Immerhin.
Prioritäten. Sollen wir jetzt zu diesem Seil gehen oder? Ja. Yeah. Wo wir hochklettern können. Jo. Okay. Schade, meine schöne Waffe ist weg. Oh. Was für eine Waffe? Ich hatte so einen schönen Speer. Ich hab den gemacht. Kombinieren. Du brauchst erstmal einen normalen Speer, dafür brauchst du zwei Hölzer, zwei Stöcke. Genau. Ja. Und das war's? Und dann brauchst du mit dem Speer drei Knochen und einen Stock. Oh, Knochen habe ich gerade nicht. Warte, ich kann dir welche geben. Dankeschön. Neun Knochen, oh. Vielen Dank. Oh nein, ich wollte nicht ausrüsten. Sehe es mal das Gleiche. Nein! Kommt Buggy wieder hoch? So. La la la. Also der Speer ist echt gut, muss ich sagen. Ist mitunter meine Lieblingswaffe im gesamten Spiel. Was soll... Achso. Hallo. So. So. Geschwindigkeit ist relativ hoch und der Schaden ist voll in Ordnung. So, jetzt hab ich's auch. Du sollst bloß nicht rechts gedrückt halten und dann Linksklick machen. Wo war das nochmal? War das hier? Ja, ich glaube schon. Ja, da ist es. Ja. Warte. Oh. Ich glaube, das ist ein Ausgang. Hilfe. Wie kann ich denn jetzt hoch? Einfach W drücken. Achso. Guck mir jetzt nicht unter den Shirt, ne? Nee, ich bin dazu zu weit weg. Das müssen wir bei einem Bundesjugend spielen hier. Vor allem mit, wenn man Licht anhat. Ja, das ist ein Ausgang einfach nur. Ja, okay, super. Also wieder runter. Nee, geht. Ah. Hui. Ach, mal kurz zwischenschnaufen, so jetzt wieder runter. Kann man sich nicht runtersliden lassen? Doch, kannst du. Shift. Shift. Ah ja. Ja! Kostet Energie, wow. Ja. Scheiß auf die Energie. Regeneriert schon wieder. Physik, Spielzeug, ui. Ist so irritierend, dass jetzt Buggy jemand anderes ist. Wie ist es eigentlich, wenn wir jetzt hier das Spiel beenden sollten? Landen wir dann wieder beim Wiederanfangen dann bei unserem Häuschen oder wie? Man kann sich. Nee, das ist das Problem. Es ist, würde nur da laden, wo wir zuletzt gespeichert haben. Oder machst du so ein Shelter? Man könnte provisorisches Lager bauen. Ja, genau. Ja, dafür bräuchte man nur jede Menge Stöcke und Schaufel. Nein, Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht, wo ich hineingeraten bin. Da. Hallo. Du hast dir ein Seil genommen, oder? Ich hab nichts gesehen und bin einfach runtergefallen. Wow. Wo hast du das Lager? Hast du das Lager jetzt hingebaut, oder? Nein, noch nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen runter und dann bauen wir Lager. Ich hoffe nur, dass wir hier nichts finden. Was gefährlich ist. Das sieht danach aus, ne? Oh, bist du noch unterwegs, Hiski? Ich bin jetzt am Ende. Okay. Es geht ein Stückchen runter. Wasser. Das klingt nach... Das sieht so geil aus. Ich mag diese Optik total. Können wir Touristen hier hinführen? Und dann die Kannibalen verfüttern? Ja. Oh, okay. Kriegt man nicht hier diese Maske? Okay, dann noch nicht. Doch, hier kriegt man das Taucher. Ja, oh Gott, ist das gut. Also, das Skelett denkt so, nein, ich will nicht sehen. Ich will nichts sehen. So, perfekter Abschluss. Gut. Wenn ich jetzt B drücke. Wieso? Ja, markieren. Ich habe keine Stöcke mehr, deswegen. Jetzt kann man hier einfach speichern. Zack. Sehr gut. Und dann darf Buggy die Abmoderation machen. Ja, prima. Doch noch so halbwegs überlebt. Ja, Leute, das war's auch schon wieder bei The Forest. Wir bedanken uns wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen.
Und sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Und nicht vergessen, Leute, schön einschalten bei Marinaden-LP und Hiski-LP. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao. Cheerio. Tschüss.